paar kleine Stahlröhrchen. Ein paar Metallgerüste, ein paar Computer, ein bisschen interne Panzerung und die Motoren. So, jetzt kann es auch schon weitergehen. So. Gyroskop, also für die, die es nicht wissen, das Gyroskop ist sozusagen dafür da, dass das, wenn ich jetzt anstoßen würde, nicht im Weltraum verschwindet, sondern halt sozusagen die Position hält. Anzeigen. Eine Reaktorkomponente, 5 Anzeigen, alles klar. Ich weiß nicht, wie man einzeln nehmen kann. So, was war noch? Anzeigen und ein bisschen Panzerglas und was war da noch? Reaktorkomponente? Nein, eine Reaktorkomponente. Gold. Nee. Ach, dafür braucht man Kies. Okay, den baue ich im Silber. Na, hole ich gleich. Ich baue jetzt erstmal hier weiter. Ich will jetzt bauen. So. Das haben wir fertig. Hierfür brauchten wir nichts weiter. Zwei können wir erstmal verzichten. Eine Sensorkomponente, 2 Panzerglas. Das sind so kleine Sachen, die ihr hier zusammenbaut, wo ich dann mir gedacht habe, die brauche ich noch gar nicht. Platin, ey. Ja, ich habe das zwar alles hier, aber das, damit das Cockpit zufrieden ist. So. Sorgen wir das mal eben. Eben Energie aufladen. Hier war, glaube ich, Platin und Silber, ne? Genau übereinander. Komisch, dass ich so schnell durch Platin gehen kann. Fällt ja alles hier runter, ist ja schön. So. Oh, ich weiß nicht mehr, wo wenn ich gerade runtergraben würde, wo das sein sollte. So. Ach komm, dann graben wir hier mal ein bisschen hiervon mit ab. Davon brauchen wir auch ganz genüge. Also mein großes Raumschiff, mein Endprojekt, soll auch Solar haben. Ja? Also soll nicht nur nuklear betrieben sein, sondern auch mit Solar.
Da kann ich hier oben drauf packen, ist ja kein Problem. Auf so kleinen Schiffen bringt das ja nichts. Zack. Also Platin hätten wir jetzt erstmal genug. Die kann ich schon mal reintun. Alter, geh mir nicht auf die Nerven. So. Mal hier oben rein. Das auf jeden Fall noch davor so. Und Silber. Problem ist, der gräbt hier natürlich dann jetzt. Hä? Habe ich schon Silber? Das ist doch Silber, oder? Hallo?